Danke schön. Danke, Wolfgang. Grüezi miteinander. Danke dem Peter, dass er kurzfristig noch willens war, mit mir den Slot zu tauschen. Es ist ja so, dass ich erst gerade hergekommen bin, Deutsche Bahn und so. Fast pünktlich. Bis vorgestern hattet ihr ja, verehrtes Publikum, noch ein Fünkchen Vertrauen in die Politik. Und ich will da in Klammern setzen, ich bin auch ein Politiker. Euer EU-Parlament hat nämlich das Vertrauen jetzt jämmerlich missbraucht und die Netzneutralität in die ewigen Jagdgründe geschickt. Das wisst ihr alle aus den News. Aber ich muss euch sagen, Leute, mir ist das total egal, weil ich als Schweizer gehöre ja nicht zu Europa und bin per Definition neutral. Und eben wie gesagt, Deutsche Bahn, also mit dem Bimmelbahnzug von Schaffhausen bis nach Stuttgart gibt es eigentlich auch kein Netz, weil man fährt so von Funkloch zu Funkloch. Und relevant wird das Thema ja erst dann, wenn ich dann meinem 6-jährigen Digital Native sagen muss, warum er eben nicht YouTube gucken kann in Griechenland in der Hotelanlage. Weil mein Sohn, der sagt ja nicht ganz ohne Stolz, dass sein Papi das schnellste Internet erfunden hätte. Also ich bin da im Zielkonflikt. Was ich auch sagen muss, ist die Beschreibung meines Vortrags hier, die stimmt überhaupt nicht, weil jetzt muss ich schnell die Brille anziehen. Ich werde auch älter. Current Status of Peering Interconnection Regulation, CDN, es geht gerade abwärts. Net Neutrality, how you can help to minimize buffering and make your end customer happy, das wisst ihr schon. Update of Init 7 versus the big ones, nichts Neues. Why we do it, das frage ich mich auch immer mal wieder. Und Status of the Interconnection, case pending at the Swiss regulator, es ist pendent. So, das war es zum eigentlichen Vortrag. Genau. Also soll ich gerade wieder gehen? Funktionieren diese Mikrofone auch hier? Nee? Nee, nicht. Also, ja? Nein? Nein? Ja? Nein? Nein. Also, sie gehen nicht. Ich versuche jetzt, ich habe dann trotzdem ein paar Slides zusammengestellt, weil ich über etwas gestolpert bin, was eben in der ganzen Betrachtung noch nie erwähnt worden ist und das hat mich einigermaßen gewundert. Die Slides, die kennt ihr schon, das sowieso, das auch, das ist der Titel. Ja, das scrollt, das ist schön, ich habe ein animiertes GIF gefunden. Das ist doch was, hä? Gut, also, Buffering sucks. Ich möchte ganz schnell die Hauptgründe zusammenfassen, warum eben es puffert und warum wir dieses animierte GIF so gut kennen. Grundsätzlich natürlich mal zu wenig Bandbreite bei einem 2 Megabit DSL oder einer Edge Connection, da geht HD-Video halt eben nicht, oder? Also ein HD-Video-Stream, der braucht typischerweise so 3 bis 5 Megabit pro Sekunde, das hängt ein bisschen von der Kompression ab und das geht einfach nicht. Dann, was nicht mehr so relevant ist, die Geräte, die Endkunden, die benutzen alte Computer-Hardware und da reicht dann gelegentlich auch CPU nicht. Das ist aber zunehmend nicht mehr relevant. Ein häufiger Fehler oder ein häufiges Problem ist natürlich die Wi-Fi-Qualität des Endkundennetzes. Ja, da gibt es ja ganze Studien und Ratgeber und so weiter, was man dagegen tun kann. Ist verbreitet, aber ist ein individuelles Problem. Und natürlich Oversubscription, vor allem bei Kabelnetzen, wenn halt einfach zu viele Kunden auf einem Node hocken, DOCSIS 3 und so, ihr kennt diese Topologie. Was man auch gelegentlich sieht, ist die Quelle des Streams, dass es eben puffert, die Quelle der Server, der ist irgendwo in den USA. Und da könnte man jetzt auch eine halbe Stunde darüber reden, die Abhängigkeit vom Datendurchsatz bezogen auf die Latenz. Ich habe da irgendwie so eine Kurve gesucht, aber ich bin nicht schlüssig
fündig geworden. Vielleicht kann ja das mal einer zeichnen so und dann irgendwie gut beschriften, dass ich es dann nächstes Mal finde im Images Google. Was man dann eben gegen Buffering tut, das ist typischerweise so Adaptive Streaming. Das machen die Kollegen von Netflix oder Tattoo zum Beispiel auch. Also die High Definition, die geht dann zu Standard Definition und dann irgendwann auf Low Res. Aber ihr müsst mit mir einig sein, die Claire Underwood, die in Low Res, das ist nicht so der Bringer. Dann haben wir natürlich immer mal auch wieder unsere Freunde von den CDNs, die eben den Algorithmus irgendwie negativ beeinflusst haben oder so. Oder der Computer macht was, was er nicht sollte. Also es gibt eine schlechte Verteilung von den Clients zu Servern oder so. Da komme ich ja gerade noch drauf. Also Anycast ist auch so eine Sache. Da kann man also auch was falsch machen. Und zwar auf Layer 3 Ebene. Und last but not least, oversubscribed interconnection. Das ist das alte Lied, das ich wieder mal singe. Das kennt ihr schon. Ja. So. Ich rede mich schon in Rage. Das ist auch gut so. Gut. Das ist das einzige technische Slide, das ich habe und da möchte ich euch darauf hinweisen, weil das ist bei uns kürzlich passiert. Wir haben einen Kunden gehabt, der hat dann auf Twitter uns angeschrieben, der wollte einen Twitch-Stream schauen. Gut, frag mich jetzt nicht, warum man das tun kann, aber der wollte das. Es hat sich dann herausgestellt, dass sein Stream aus den USA kommt. Und Twitch braucht ja Anycast. Und wir sind dann der Sache nachgegangen und es ist so, dass wir dann aus irgendeinem unerfindlichen Grund, historisch bedingt, haben wir diesen Präfix von Twitch, diesen Anycast-Präfix in New York präferiert. Und zwar mit BGP Mate 2 statt eben 3, wie es hätte sein sollen. Das heißt, sein Request auf die Twitch-Server, der war dann eben in New York rausgekippt worden und Twitch hat entsprechend reagiert. Also schaut das an, wo ihr so typische Anycast-Präfixe eben, oder wie ihr dahin routet, wenn ihr das tut. Weil wenn man eben den Server bespickt, dann meldet er sich, das ist ganz normal. Aber wenn man den falschen Server über Anycast auswählt, dann ist das eben nicht so gut. Wir haben dann die BGP-Config entsprechend geändert, New York auf Mate 3 deprefft und dann ist der Traffic dann aus der Schweiz natürlich dann in London rausgegangen. Frag mich jetzt nicht, warum in London und nicht in Frankfurt, es ist einfach so. Aber der Kunde war dann letztlich happy, weil sein Stream, Twitch-Stream eben nicht mehr abgerissen ist. So viel zur Technik. Jetzt rede ich nur noch über kommerzielle Sachen und Politik und so. Schauen wir wieder mal zurück in die Geschichte. Ach, das ist jetzt blöd. Bei mir schaut das jetzt ganz anders aus. Nee, das hat jetzt der Mac verbockt. Das sollte ein Telefon sein. Wisst ihr, so eins mit Wählscheibe, gell? Wenn einer so ein Wählscheibentelefon hat und VoIP machen will, dann hätte ich da noch so einen Gratis-Tipp. Wie man eben Wählscheibentelefon mit Pulswahl VoIP-kompatibel macht. Aber das ist eine andere Geschichte. Nee, was ich sagen will, ist, in der früheren Zeit, als eben noch Wählscheibentelefone angesagt waren, da hat ja immer der angerufen hat, der hat auch den Anruf bezahlt. Also wenn ihr beispielsweise die Schwiegermutter anruft und dann sagt ihr, hoi Schwiegermami, und dann quasselt das so 3/4 Stunden ohne Punkt und Komma und am Schluss sagt ihr Ciao Schwiegermami und dann zahlt ihr trotzdem den Anruf, oder? Und genau gleich ist das ja eigentlich, wenn ihr einen YouTube-Film abspielen wollt. Dann klickt ihr und dann kommen die Daten da zu mir und irgendwann legt ihr wieder auf. Das heißt, so war es früher, der Anrufer hat bezahlt. Es ist ja jetzt so, dass YouTube
das eigentlich ganz gut macht. Also wenn man die anruft, dann kommt das meistens auch. Es ist aber dummerweise so, dass eure Telefonfirma jetzt eben Geld will von YouTube. Das wäre dann sozusagen ein R-Gespräch. Und YouTube ist auch ziemlich geschwätzig, was dann eben wo habe ich jetzt dieses Slide? Habe ich jetzt das gelöscht? Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Vielleicht kommt das noch. YouTube ist ein bisschen geschwätzig, das heißt, relativ viele Daten fließen von den Servern, von Content zu den Endkunden, und das sieht man hier in diesem Slide. Das kommt von Level 3, die haben das mal hübsch gezeichnet, ich habe es schon ein paar Mal verwendet, danke übrigens. Und was man hier sieht, ist, dass der Provider eben so Interconnection Points hat, das sind die gelben Punkte, und da muss der Traffic durch, ja. Und das sind so wie Zahlstellen, wo man eben meistens eine Mautgebühr abliefern muss, also zumindest aus Sicht der großen Internetprovider. Und die eben da Traffic anliefern wollen, die möchten ja eben nicht viel Maut zahlen oder eigentlich gar keine, weil anrufen, bestellen tut ja hier der Endkunde. Ich glaube, ich kann das so mit dem roten Punkt auch zeigen. Also der Traffic kommt von links nach rechts, bestellen tut aber der Endkunde. Das ist alles nichts wirklich Neues. Man muss das einfach immer sich mal wieder vor Augen führen, wo eigentlich das Problem ist. Es gibt keinen alternativen Weg zum Endkunden. Das heißt, der Breitbandprovider, der monopolisiert den Endkunden, zumindest temporär, solange der eben angeschlossen ist. Das heißt, der Traffic muss zwingend über diese gelben Punkte durch, über diese gelben Interkonnektionspunkte. Und wie gesagt, also früher, und als das Internet noch nicht kaputt war, da gab es so Zero Settlement Peering. Darauf basiert ja eigentlich auch das Internet, weil das Internet ist ja nichts anderes als ein Netz, ein interconnected Netzwerke, und diese Interkonnektionspunkte, die sind eigentlich die Grundlage für das Internet. Ohne die würde es gar nicht gehen. Wie ich schon sagte, Breitbandprovider, die versuchen jetzt eben diese Interkonnektionskapazitäten sukzessive einzuschränken, und man baut die eben nicht mehr aus, wie der Bedarf dafür wäre. Das ist ein passives Verhalten, man wartet einfach ab, man sitzt aus, aber es ist eben aggressiv, weil die Endkunden, die leiden. Die sehen dann eben dieses animierte GIF, das wir alle sehr gut kennen. Das ist, was ich vorhin sagen wollte. Also das Problem ist ja eben, YouTube und andere Videodienste sind eben sehr geschwätzig. Also die senden ungefähr 50 Mal mehr oder bis zu 50 Mal mehr Traffic Richtung Endkunde. Und das ist auch, was die Breitbandprovider so schaurig stört an der ganzen Sache. Wenn man nämlich so ein typisches Verhältnis von einem Kabelprovider oder einem DSL-Provider anschaut, dann hat er meistens so ein Traffic Ratio von 1 zu 5 bis 1 zu 10. Und hier setzen die jetzt den Hebel an. Das heißt, die großen Provider, also namentlich Telekom und UPC und ein paar andere, die sagen, ihr müsst einen Traffic Ratio haben von 1 zu 1,5 bis 1 zu 3. Das sieht man so in Peering Policies, die eben im Netz rumgeistern. Dann kriegt ihr das Zero Settlement Peering, das heißt, dann mache ich die Schläuche oder diese gelben Interkonnektionspunkte eben genügend auf, und dann passt das dann auch für beide Seiten. Wenn ihr mehr Traffic senden wollt, also wie eben beispielsweise die Content-Provider, die YouTubes und Netflixes und wie sie alle heißen, dann geht das nicht mehr. Dann machen wir eben, dann wollen wir eben Geld. Also es ist so, kein einziger Videoprovider kann diese geforderte Traffic Ratio eben erfüllen.
Wenn man nicht zahlt, dann steht man im Stau. Also die Daten natürlich. Und wenn euch jetzt irgendwie so mafiöse Methoden in den Sinn kommen, dann ist das durchaus nicht ganz von der Hand zu weisen. Also zusammengefasst kann man sagen, die Breitbandprovider, die wollen zweimal bezahlt werden. Einerseits natürlich eben von ihren Endkunden, die ja die Daten eigentlich anfordern, und aber natürlich auf der anderen Seite die Videoanbieter, die sollen auch nochmal zahlen. Das nennt man dann den zweiseitigen Markt. Und die Provider, die können das auch durchsetzen. Hier sieht man das Resultat aus der aktuellen Netzneutralitätsdebatte. Wer zahlt, der kann durchfahren, und wer eben nicht zahlt, der steht dann im Stau. Das ist so eine kurze Zusammenfassung der Abrisse über die ganze Geschichte. Obwohl, man kann sagen, Peering wäre eigentlich günstig. Ich habe das für uns ausgerechnet, das sind ein paar Cent, die wir pro Kunde rechnen müssen, für unsere Peering-Kapazität, die von den Endkunden effektiv eben auch benötigt werden. Und was man weiter immer wieder sich in Erinnerung rufen muss, die Content-Provider, die sind ja offen zum Peeren, weil die haben ja ein Interesse, dass eben das animierte GIF sozusagen nie zu sehen ist. Wir haben wahrscheinlich ein paar von den AAF, G, L, N, T und Z hier, redet miteinander und peert. Das ist eine gute Sache. Jetzt könnt ihr ein Quiz machen und A, 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 F, G, L, N, T, Z. Wer hat 9? Wer hat 10? Niemand? Okay, es sind auch nur 9. So, jetzt habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, was man bis jetzt eigentlich noch nie gehört hat, ist, was kostet eigentlich dieses animierte GIF, das da immer im Kreis rumgeht und die Kunden, die Endkunden ärgert. Und wenn man so eben hingeht und mal schaut, was kostet dann eigentlich so Stau auf der Autobahn, dann findet man unendlich viele Studien und Rechnungen und so weiter. Ich habe da exemplarisch eins rausgepickt. Die Welt hat mal einen Artikel veröffentlicht im Dezember 2013. Der Stau kostet jeden Haushalt 509 Euro pro Jahr. Das basiert wahrscheinlich auf irgendeiner Studie. Ich bin an dem nicht weiter nachgegangen, aber das ist ja eigentlich allen bekannt. Was kostet der Datenstau? Und da habe ich auch ein bisschen recherchiert und herausgefunden, das hat sich noch niemand überlegt. Das ist ein weißes Feld. Diese Grafik, die kennt ihr nur zu gut, also die ist nicht von irgendwo, die habe ich einfach aus Images Google random geholt. Das Problem ist offensichtlich, da herrscht Datenstau massiv. Und ich habe mir dann mal überlegt, ja, wie müsste man dann das eigentlich ausrechnen? Wenn man den volkswirtschaftlichen Schaden von Datenstau bewerten müsste. Und da ich weder Volkswirtschaftler noch irgendwie Wirtschaftsinformatiker bin, sondern einfach ein bisschen überlegt habe, weiß ich auch nicht, ob meine Rechnung stimmt. Ich habe dann so eine, in der Schweiz haben wir Milchbüchli-Rechnung, ihr kennt das, glaube ich, als Milchmädchenrechnung, und in meiner Jugend hatten wir auch tatsächlich noch so ein Milchlieferungsbüchlein im Milchkasten, ja. Genau, also ich habe dann mal ein bisschen hochgerechnet, wie denn das überhaupt ausschauen könnte. Also wenn man mal die Statistik nimmt, 30 Millionen Breitbandkunden in der Schweiz, in Deutschland, in der Schweiz sind es immer ungefähr ein Zehntel, so, das ist ziemlich einfach. Und wenn man mal annimmt, dass pro Tag ein durchschnittlicher Breitbandnutzer eine Minute lang kumuliert dieses animierte GIF anguckt, wo es eben im Kreis geht und erwartet.
Und wenn man annimmt, dass eine Stunde Wartezeit den Wert hat von 5 Euro, und da könnte man jetzt auch ganz lange drüber debattieren, wie viel Wert ist Freizeit, und ich möchte das natürlich vermeiden. Ich habe herausgefunden, es gibt einen sogenannten Reservationslohn, und der rechnet sich im Wesentlichen daraus, dass man, wenn ich einen Job habe und sage, den zahle ich 5 Euro pro Stunde, und der potenzielle Arbeitnehmer für diese Arbeit dann sagt, nee, für 5 Euro komme ich nicht, da ist mir die Freizeit mehr wert, dann wäre das der sogenannte Reservationslohn. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ich habe mal 5 Euro genommen, das ist, glaube ich, unter dem Minimallohn in Deutschland. Wie auch immer, irgendwas musste ich annehmen. Dann gäbe das dann anhand dieser Rechnung, wir warten 6 Stunden pro Jahr mit dem animierten GIF vor Augen. Das wären dann so 30 Euro pro Jahr, den man auf den einen Breitbandanschluss raufrechnen müsste als Schaden. Und das wären dann eben 900 Millionen Euro übers Jahr gerechnet. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Vielleicht. Es ist aber erwiesen, dass eben die Buffering Time, die kostet. Wie viel? Das können sich vielleicht irgendein paar gescheite Volkswirtschaftler oder Doktoranden in diesem Gebiet mal überlegen. Das wäre jedenfalls eine durchaus interessante Studie. Und jetzt der Schluss daraus. Am Anfang haben wir gesehen, ein großer Teil vom Puffern, der ist verursacht durch schlechte Interkonnektionen. Die sind wiederum verursacht durch restriktive Peering Policies der großen Marktteilnehmer. Und die können sich durch diese Methode von der restriktiven Peering Policy vielleicht ein paar Millionen extra Revenue, extra Einnahmen pro Jahr erzwingen. Ja, ich sage dem mal erzwingen. Wenn man aber den volkswirtschaftlichen Schaden anschaut von, sagen wir jetzt mal 900 Millionen, falls meine Rechnung stimmen sollte, dann ist das doch durchaus noch ein krasser Unterschied. Und dann überlege ich ja in demokratischen Ländern wie eben Westeuropa, da darf eine Multimilliardenfirma eigentlich nicht auf Kosten der Allgemeinheit ihre Erträge unfair erzwingen. Also man denke zum Beispiel an eine Chemiefirma, die ihre Abfälle einfach irgendwo versenkt, statt eben fachgerecht zu entsorgen, weil man eben ein bisschen Geld sparen kann. Das wird in demokratischen Ländern eigentlich nicht toleriert. Und deshalb meine Frage zum Schluss, wann erwachen die Regulatoren? Buffering, das haben wir gesehen, kostet. Man kann auch weitere Kosten überlegen, beispielsweise stehengelassene Online-Einkaufswagen oder nicht abgeschlossene Videoabonnente von den Netflixes und so weiter. Das sind alles Verluste, die sich eben kumulieren. Und daraus schließe ich ein paar Forderungen an die Regulatoren dieser Industrie. Wir leben schon lange mit Zero Settlement, Peering und Unbalanced Traffic darf nicht länger eben ein Grund sein, um nicht peeren zu müssen. Des Weiteren kann man auch sagen, wenn man einen Interkonnektionsdisput hat, dann sollte das viel schneller abgewickelt werden. Ich habe vorhin gesagt, unser Fall gegen unsere Freunde bei Swisscom, von Swisscom, die dauern jetzt schon 4 Jahre oder so. Ich habe die Übersicht verloren, es geht ewig. Es müsste ja eigentlich auch gesetzliche Pflicht sein, dass die Provider im Interesse ihrer eigenen Endkunden arbeiten und eben nicht gegen die Endkunden. Also Zero Buffering müsste eigentlich Pflicht werden. Die Telekom mit irgendwie 18 oder 20 Millionen Breitbandkunden und Mobilkunden, die können allein durch ihre Marktmacht zweimal bezahlt werden.
Ich hatte kürzlich einen Vortrag gehört mit dem Titel The Rise of the Tier Zero und es war ganz klar, das war eben die Telekom. Und was dazu kommt, andere Incumbents, kleinere Incumbents in verschiedenen Ländern nutzen die Telekom als Hebel, damit sie eben ihrerseits eine restriktive Peering Policy durchsetzen können. Die Regulatoren schlafen. Marc Furrer, unser Regulator in der Schweiz, der Chef von der Comcom, der sagt, nur ein fauler Regulator ist ein guter Regulator. Und der Meinung bin ich explizit nicht. So, und das wär's. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn man meine These mit diesem volkswirtschaftlichen Schaden des animierten GIFs, wenn man das noch ein bisschen debattieren könnte. Ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten. Dankeschön. Eins, zwei, ja. Okay, gibt es Fragen an den Freddy? Klaus, Moment, ich komm zu dir. I will skip in. I think, wir können auch Deutsch. Ja. Okay. Wir haben das Problem ja in Deutschland oder die Situation, dass der Breitbandausbau viel wichtiger ist als dieses Thema. Ich glaube, du hast da jetzt ein bisschen in die Zukunft geguckt, gerade mit deinem Vortrag. Mhm. Wenn wir alle irgendwann mal 15 Mbit Breitbandanschlüsse haben, dann werden wir dieses Problem wahrscheinlich viel stärker sehen als heutzutage. Die Regierungen gucken sich halt im Moment die Breitbandanschlüsse verstärkt an und da werden Milliardenbeträge wieder in den Incumbents versenkt. Übrigens auch ein sehr interessantes Topic, was man auch mal betrachten sollte. Dieses berühmte Kupferding, genau, kam gerade als Kommentar. Da kann ich jeweils nur dazu sagen, also ich finde es merkwürdig, dass man Milliarden in Breitbandausbau versenken kann oder investieren kann, will es ein bisschen wertneutraler sagen, gleichzeitig aber eben einfach die Interkonnektionen dazu vergisst. Also der Ausbau hört dann vor der eigenen Haustüre auf. Stimme ich dir absolut zu an der Stelle. Aber wie du letztes Mal gesagt hast, das müssen wir selber ändern. Das kann kein Schweizer für uns machen. Nicht? Ihr seid ja nicht Europa. Nee, wir gehören ja nicht dazu. Und seit 14 Tagen gehören wir noch ein bisschen weniger dazu. Machen wir hier weiter. Klaus Sonnefeld, ich bin für ICO in der Regulierung tätig. Ich habe zwei Fragen an dich. Die erste, dass die Regulierer momentan nicht tätig werden, liegt primär daran, dass es für Interconnection überhaupt keine Marktdefinition gibt. In der EU braucht alles, wenn ein Regulierer tätig wird, immer erstmal eine Marktdefinition. Die Frage, die ich dir klarstellen möchte, ist, hältst du es für sinnvoll, dass wir eine Marktdefinition für IP-Interconnection bekommen? Weil das heißt natürlich, dass es dann eventuell auch regulierte Preise dafür gibt. Das ist sozusagen die Downside dahinter. Das heißt, je nachdem, wie dieses Spiel dann ausgeht, könnte es uns auch passieren, dass wir für alle IP-Interconnection regulierte Preise kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sich wirtschaftlich die meisten da draufhängen werden. Das ist die eine Seite der Medaille. Die zweite Frage wäre, die FCC in den USA hat sich genau dieses Problems jetzt in ihrer letzten Entscheidung zur Netzneutralität ja schon angenommen und hat insbesondere sich vorbehalten, dass sie eine sogenannte Ex-Ante-Regulierung, Ex-Post in dem Fall, also eine nachrangige Beurteilung davon machen kann, ob irgendwo Interconnection misshandelt wurde. Ich nenne es mal ganz bewusst so, also ob es irgendwo zu Staus gekommen ist. Die haben sich das Recht jetzt vorbehalten, hier also sozusagen als Regulierer einzugreifen und dann zu verfügen, dass hier erhöhte Kapazitäten geschaltet werden müssen. Hältst du die Regelung, die dort in den USA geschaffen worden ist, für geeignet, um das Problem anzugehen? Und glaubst du, wir brauchen das gleiche in Europa oder nicht? Zur ersten Frage. Ich meine, wir leben ja Interkonnektion oder Peering seit x Jahren, 20 Jahre oder so. Das ist ja nicht neu. Und wir haben ja einen Marktpreis. Also der Marktpreis ist ja Zero Settlement. Jeder zahlt seine eigenen Kosten. Es gibt also keinen Grund für irgendeinen Regulierer einen anderen Preis als eben null auf beiden Seiten zu verfügen. Deshalb erachte ich diese Frage eigentlich nicht so als relevant. Zum Zweiten, die Open Internet Order von der FCC, die hat bereits jetzt, wenige Monate nachdem sie in Kraft ist, durchaus positive Effekte, wenn man dann beispielsweise liest, dass die Cogent seit neuestem eben keine Kapazitätsengpässe beispielsweise mit Verizon mehr hat. Und ich glaube, allein
die Aussicht, dass es einen Prozess geben könnte mit negativen Publicity etc. Für einen Incumbent in den USA, die habt ihr bereits an den Verhandlungstisch gebracht und man kann sich eben einigen. Und genau das wünschte ich mir für Europa auch. Also gut, das sehe ich auch so mit USA. Aber für Europa, nur nochmal zusammengefasst, du würdest also davon ausgehen, dass eine Marktdefinition sinnvoll wäre, weil du erwarten würdest, dass der Preis Null sozusagen als der Standardpreis dann dabei rauskommen müsste, weil es die Definition ist. Also vorher könnte ja, wenn es keine Marktdefinition gibt, kann ja gar kein Regulierer tätig werden. So ist nun mal unsere Vorgehensweise momentan ja. Europaweit. Solange es dort keine Marktdefinition gibt, können die Preise frei zwischen den Spielern festgelegt werden. Da kann der Regulierer auch nicht tätig werden. Gut, das kann ich nicht im Detail beurteilen, weil mir sind die deutschen Gesetze oder die deutschen Mechanismen nicht ganz geläufig. Ich glaube eben, dass ein Regulierer eben nur dann aktiv wird, wenn er auch dazu gezwungen wird, weil wir haben ja geklagt und jetzt muss sich der Regulierer befassen mit der ganzen Sache, ja. Also irgendwo im noch nicht revidierten Vermeldegesetz in der Schweiz steht irgendwas von kostenorientierter Interkonnektion, was aber sich auf Voice-Interkonnektion bezieht. Und deshalb sind wir diesbezüglich ein bisschen im luftleeren Raum. Es ist schon nicht ganz so einfach, aber wenn man eben eine viel generellere Regel hätte, die für alle gelten würde, eben so à la Open Internet Order, wobei diese auch irgendwie 400 Seiten umfasst und keiner hat sie je gelesen, außer ein paar Juristen, dann denke ich, würde es ja gar nicht so eine detaillierte Regulierung brauchen. Wir müssen ja eigentlich nur sicherstellen, dass die Kapazitäten geschaffen werden und dass alle eben partizipieren können im gleichen Maß, ohne dass sie eben irgendwie vom Mächtigen erdrückt werden. Und das passiert im Moment nicht. Carsten Schiefner, ESIX. Ich mag nochmal auf diesen volkswirtschaftlichen Aspekt zurückkommen, den du angesprochen hast. Und die Frage, ob es nur 600 Millionen oder 900 sind, ist, sagen wir mal, von dem Preisschild, was da potenziell daran gibt, zunächst mal egal. Aber der eigentlich interessante Aspekt ist, hast du schon mit entsprechenden Forschungsinstituten, gerade an der Universität vielleicht, in irgendeiner Universität angesiedelt, gesprochen? Weil ich glaube schon, dass das letztendlich ein Thema ist, worauf sich ein Volkswirt, ein Doktorand, hast du angesprochen, Volkswirtin, sicherlich sehr gerne darauf stürzen möchte, weil es eben wirklich Terra Incognita, Uncharted Land sozusagen ist. Hast du das schon gemacht? Genau, nein, habe ich noch nicht. Die Idee ist mir auch erst vor ein paar Tagen gekommen, als ich mir überlegt habe, was soll ich euch erzählen heute. Und jetzt müssen wir einfach schneller sein, also die Guten, wie ich und ein paar andere, müssen jetzt schneller sein als die Bösen, weil die werden ja sicher dann irgendwo Geld irgendeinem Gutachter in den Rachen werfen, der eben dann ein entsprechendes Papier schreibt, das alles wieder verwedelt. Ja. Also ich werde sicher ein paar Leute versuchen zu kontaktieren, soweit es eben mir möglich ist. Aber das ist das Thema oder diese These, die ist tatsächlich jetzt ganz neu und man findet nichts auf dem Internet, soweit die Google-Suche eben gegangen ist. Ja. Dann sprechen wir nachher nochmal, ich habe ein paar Ideen. Gut, danke. Ja, Jens Hochmann. Erstmal zum Stefan. Der Freddy hat meines Erachtens die Warteblume sehr schön eingeführt. Also mitnichten ist er die alleinige Ursache verstopfte Peerings, sondern tatsächlich einer der Gründe, den Freddy aufgeführt hat, ist halt auch mangelnde Bandbreite oder Datenrate einfach beim Endkunden. Ja? Also wenn ich nur ein Megabit habe, und ich muss in einigen Teilen Deutschlands immer noch froh sein, wenn ich ein Megabit kriege, dann kann ich mir das sparen. Ja? Insofern ist das eine schöne Vereinheitlichung, eine schöne steile These, die man da mal auf den Tisch knallen kann. Stau ist Stau, wodurch der verursacht wird, ist mal egal. Der kostet einen Arsch voll Geld. Schöner Ansatz. Danke. Dann nochmal zum Klaus. Zero Settlement kann man natürlich versuchen. Das wird sicherlich auch funktionieren. Nur ich habe das halt zum Teil auch mitgekriegt aus dem Voice-Bereich. Dann ist die Regulierung halt irgendwann so, dass der, mit dem man peeren möchte, sagt, ja, du kannst kostenfrei peeren, wenn du mit mir an 400 Stellen von Posemunkel bis hinter Passau eine Verbindung schaltest.
wo kriege ich die Verbindung her? Ja, genau von dem Menschen, der mir das Settlement Free Peering anbietet. Also das ist natürlich eine Gefahr. Und ich sage mal, die Naivität des Regulierers ist natürlich dann auch üblicherweise so hoch, dass er diese Weiterung nicht sieht und froh ist, wenn da Zero Settlement steht. Ja, also es ist sicherlich erreichbar, nur die Randbedingungen sind dann vielleicht nicht so, wie man will. Geht aber auch andersrum. Wenn man eine zweite Gesellschaft hat, die umgekehrt Traffic empfängt und dann sagt, ich habe aber hier nur 30 Interconnects. Also asymmetrische Interconnection-Gebühren haben wir in Deutschland auch. Das ist ein sehr spannendes Gebiet. Danke. Darf ich hier nur einen Satz kritisieren? Ich glaube nicht, dass die Regulierer, was hast du gesagt? Naiv sind. Dem würde ich widersprechen. Das Problem liegt zumindest in der Schweiz eher darin, dass eben der Mehrheitsaktionär des Incumbents, der Gesetzgeber und der Regulierer, die sind in Personalunion dieselben Leute, und das ist aus meiner Sicht eher schwierig. Aber naiv würde ich sie nicht bezeichnen, die Regulierer. Benutze Naivität unendlich gerne als rhetorisches Mittel. Okay. Gut, danke schön, Freddy. Vielen Dank.